Rutzi, wahrscheinlich haben wir im Vorfeld der Partie mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem 4:0 Auswärtserfolg. Wie sind heute deine Eindrücke zum Spiel? Ja, wir haben uns schon einiges vorgenommen. Dass es dann 4:0 wird, ist natürlich optimal. Wir haben uns sehr geärgert über die letzten Ergebnisse in München und auch gegen Mannheim, dass wir da vorne nicht die Effektivität an den Tag gelegt haben. Und das haben wir heute überragend gemacht. Du in neuer Position, wie war das für dich? Ja, ganz gut. Also ich fühle mich im Zentrum wohl, ob es jetzt auf der 10 ist oder auch ein, zwei da vorne. Hat einfach Spaß gemacht, wir haben uns gut bewegt und ja, daran können wir anknüpfen. Überraschend war für einige sicherlich, dass Maurice und Benne auf den Flügeln angefangen haben. Wie hat das aus deiner Sicht insgesamt geklappt? Sehr gut. Also man muss den Jungs ein großes Kompliment machen. Beide ihr Debüt gefeiert heute, haben richtig Schwung in die Mannschaft gebracht. Und ja, da müssen sie weiter dranbleiben und dann werden sie auch noch den ein oder anderen Scorerpunkt sammeln, hoffentlich. Es war zuletzt das Thema gewesen, dass die Mischung zwischen Offensive und Defensive nur bedingt passt. War das heute der perfekte Gegenbeweis? Ja, absolut. Wobei ich das ein bisschen revidieren muss. Wir haben halt einfach die Tore nicht gemacht. Also wir hatten auch in den letzten Spielen gute Möglichkeiten, haben immer wieder uns vorne gute Möglichkeiten erarbeitet. Und es ist einfach wichtig, dass man dann auch sich belohnt und konzentriert bleibt, die richtige Entscheidung trifft im gegnerischen 16er. Und ja, das haben wir heute gut gemacht. Dankeschön. Gerne.